Moin, jo, heute mal wieder eine Vorstellung zu einem Kershaw-Modell. Ja, Kershaw, eine Marke, an denen komme ich einfach nicht dran vorbei. Gibt immer wieder Messermodelle, zum Beispiel von Real Steel Knives oder von CRKT und Kershaw natürlich jetzt, die im etwas gehobenen Budgetbereich liegen, die oftmals mit Messermachern, gerade bei CRKT und bei Kershaw, entstanden sind, wo sie halt bekannte Designs von Messermachern auflegen. Und das liebe ich ja so an Kershaw und auch an CRKT. Real Steel rückt da jetzt so ein bisschen nach, dass sie sowas doch des Öfteren mal machen, finde ich klasse. Und hier beim Kershaw 1558 Agil haben wir ein Design von Rick Hinderer. Und da ist viel, viel Rick Hinderer-Style fürs Geld geboten bei diesem Modell hier. Das hat mir schon sehr gefallen. Es gibt mittlerweile wieder einige Modelle von Kershaw, die ich auf dem Zettel habe. Und dieses Agil, das stand da lange drauf. Habe es mir jetzt vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten gekauft, weil es doch noch mal einige Euros unter dem sonstigen Preis liegt. Bei den meisten deutschen Händlern zahlt man so um die 50 Euro für dieses Modell. Und ich habe es etwas unter 40 bekommen. Das war wirklich ein sehr, sehr guter Deal. Da habe ich wirklich gerne zugeschlagen und konnte dieses Messer von der Liste jetzt streichen. Sind natürlich mittlerweile, gibt es viele neue Modelle von Kershaw, sind einige nachgerückt. Aber wie das halt so ist, man kann sich nicht alles immer besorgen. Aber so nach und nach, wenn man mal ein günstiges Angebot sieht, da schlägt man dazu. Und zu diesem Messer wird es einiges zu erzählen geben. Aber fangen wir mal mit den technischen Daten an. Ist ein sehr, sehr kompaktes Messer. Wir haben 16,2 cm Gesamtlänge. Davon fallen ungefähr 6,8 cm auf die Klinge. Und davon sind auch 6,8 cm effektiv scharf. Wir haben eine leicht polierte Stonewash-Klinge. Wir haben eine Swatch, wir haben eine Sheepfoot-Klinge. Dieses Modell hier basiert auf dem Kastenmodell, dem MP1, dem MP1 von Rick Hinderer. Und ich meine, MP steht dafür modulare Plattform, dass man hier halt Dinge verändern kann. Und das ist so das Highlight dieses Messers. Da gehen wir aber noch drauf ein. Hat was mit dem Backspacer zu tun. Und ich werde versuchen, daran zu denken, euch einen Link zum Original, zum Kastenmesser mit in die Videobeschreibung zu packen. Lohnt sich definitiv, sich das Messer mal anzugucken. Das hat, das baut natürlich viel stabiler noch auf, hat einen innenliegenden Anschlag zum Beispiel noch. Da gibt es noch ein paar Veränderungen. Aber wie gesagt, vom Design her sehr, sehr nah dran. Ja, die Klinge macht da keine Ausnahme. Sorgt halt für eine mächtig rasante Linie, wie ich finde. Und dafür, dass das so ein kompaktes Messer ist, liegt mir das auch in meinen großen Händen sehr gut in der Hand. Ist bei mir ein Drei-Finger-Messer, viertes schlägt an. Da sind einfach Maße gefunden worden, die absolut, absolut gefällig sind. Mal kurz ein kleiner Größenvergleich hier zum Kershaw Oh So Sweet. Das ist nochmal eine Ecke länger. Dann haben wir hier das Kershaw Chill, ebenfalls nochmal eine Ecke länger. Beim Oh So Sweet hatten wir Ken Onion Design, hier haben wir RJ Martin Design und hier haben wir das Kershaw Cryo und das hat so ziemlich die gleiche Länge, da kann man sich eine ganz gute Vorstellung machen. Und hier haben wir ebenfalls wieder Rick Hinderer Design, kommt natürlich in der typischen Kershaw Box, die liebe ich einfach, da ist natürlich viel, viel da verbinde ich viel mit, viele Erinnerungen. Kommen wir aber mal wieder zurück zu den technischen Daten. Wir haben eine Klingenstärke von 3 mm, bleibt auch durchaus stabil bis zur Klingenspitze. Und an Materialstärke habe ich 0,61 mm hinter der Phase gemessen. Für mich zu viel, 0,5 hätte ich deutlich besser gefunden. Passt natürlich zu diesem kleinen, bulligen Teil, wirklich sehr, sehr hohe Stabilität wird hier geboten.
Dennoch wäre mir eine dünnere Schneidphase lieber gewesen. So ist das aber durchaus in der Tradition von Hinderer-Messern und wer weiß, so manch einem gefällt das auch. Dazu gerne mal ein Feedback hinterlassen, ob ihr gerne Klingen habt, die feiner ausgeschliffen sind, also sehr schneidfreudig, oder gern so ein Mix aus Stabilität und dennoch brauchbarer Schneidfreudigkeit. Verbaut wurde der 8CR13 MOV, ganz typisch für solche Kirschermesser. Das ist der Stahl der Wahl schon seit einigen Jahren. Da wünschten sich viele ein Update. Ich kann damit leben. Lieber wünschte ich mir, dass wir in Deutschland angepasste Preise hätten, also nicht ganz so viel, dass die Teile halt statt 50, 40 Euro kosten würden. Damit könnte ich besser leben, beziehungsweise das fände ich ganz cool. Wobei solche kleinen Messer natürlich auch einen anderen Stahl durchaus verdient hätten, zum Beispiel ein D2, ein N96 und so weiter und so fort. Ein Sandvik wie Real Steel das zum Beispiel macht mit dem 14C28N. Auch dazu gerne mal ein Feedback hinterlassen, was ihr euch da so als Stahlwahl wünschen würdet. Öffnen kann man die Klinge entweder über die Daumenpins, das ist aber nicht meine bevorzugte Wahl. Funktioniert dadurch, dass wir hier den Speed Safe Assisted Opener von Ken Onion verbaut haben, auch nur so lala. Und da kann es durchaus mal passieren, dass man mit dem Daumen nachrutscht in die Klinge. Ist nicht meine bevorzugte Wahl. Ich benutze dann ganz normal den Flipper. Das geschieht rasant. Wir haben keinerlei Klingenspiel. Und der Framelock macht sauber dicht. Der hat ungefähr eine Stärke von knapp 3 mm. Und das funktioniert ganz gut. Wobei ich mir auch wünschen würde, dass dieses Messer rein mechanisch, also ohne SpeedSafe, verbaut worden wäre. Macht mir doch einfach deutlich mehr Spaß. Gibt aber auch viele Leute, die sowas mögen. Meine Frau liebt diese SpeedSafe-Mechanismen. Das ist auch ihr Messer. Das habe ich für sie gekauft. Also ihre Kirscher-Sammlung ist weiterhin gut am Wachsen. Dadurch, dass wir hier die Feder verbaut haben, ist natürlich die eine Seite mit zwei Platinen unterlegt, innenliegend ausgefräst, und da ist dann halt die Feder eingelassen, die halt die Öffnung der Klinge irgendwann ab einem bestimmten Winkel übernimmt und die Klinge halt herausflippen, schießen lässt. Mir persönlich macht das nichts aus, dass wir da unterschiedliche Stärken haben. Manch einer findet das nicht so schön. Ich persönlich kann damit aber ganz gut leben. Auf der Titan-Framelock-Seite haben wir so einen Hinderer-Style-Clip, der auch wirklich sehr, sehr tauglich, sehr, sehr schön, gefällt mir richtig gut. Wir haben drei Positionen, wo man den Clip umsetzen kann. Und was ich ganz toll finde, jede einzelne Position wurde jeweils mit einer Verschlussplatte, mit so einem Filler-Tab versehen. Finde ich schon ziemlich, ziemlich klasse. Das ist für so ein Messer in dieser Preiskategorie absolut ungewöhnlich. Und dass man da dann wieder so nah am Original geblieben ist, das finde ich einfach großartig. Wir haben hier noch eine sehr, sehr schöne, leicht eingefräste, griffige Wabenstruktur in den Griffschalen auf beiden Seiten. Auch das beim Original ähnlich gehalten, gefällt mir auch sehr gut. Und wir haben dann noch einen auswechselbaren Backspacer, da kommen wir gleich noch zu. Der ist halt diesem modularen System des Custom-Originals gewidmet. Mit zum Lieferumfang sind da noch zwei andere Backspacer im Inhalt enthalten. Dazu noch ein kleiner Imbusschrauber für eine Madenschraube, um das zu lösen. Aber da gehen wir gleich, beziehungsweise um die auszutauschen. Aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Gewichtstechnisch haben wir 111 Gramm. Das ist schon so ein kleiner Backstein in der Hosentasche. Für die Gesamtlänge von 16,2 cm ist das enorm viel. Wer sich daran nicht stört und solch ein solides Messer gerne hat, und das kommt absolut rüber, die Stabilität, das strahlt dieses Messer aus, und so wurde es auch verarbeitet, der dürfte hier viel Gefallen dran finden. Für alle anderen, die gerne leichte Messer bei sich haben, die können im Grunde jetzt schon abschalten. Dieses Modell dürfte denen dann viel zu schwer sein. Jo, und preislich liegen wir hier, wie schon erwähnt, bei ungefähr 50 Euro. Und das ist für mich absolut, absolut okay. Auf der Pro-Seite haben wir eine geile Umsetzung eines Hinderer-Designs. Gut gemacht vom Kirscher, gute Fertigung, wird natürlich in China gefertigt bei diesem Preis. Da bekommt man aber wieder eine sehr, sehr anständige Qualität. Und dass man hier so viele Hinderer-Elemente übernommen hat, das macht dieses Messer in meinen Augen hoch, hoch reizvoll. Das dann im Verbund mit der hohen Stabilität,
der schon angesprochenen guten Ergonomie der Handlage, wie finde, wie bei großen, da dann halt drei Finger, also bei großen wie bei kleinen Händen, absolut, absolut überzeugend. Dann dieser tolle Hinderer-Style-Clip, der sehr gut funktioniert. Und am Ende halt, ja, diesen austauschbaren Backspacer. Und dazu blende ich euch mal kurz eine Sequenz ein, wo ich das Teil entferne und durch diesen hier ersetze. Das ist mitunter ein bisschen frickelig, weil halt wirklich das eine ganz, ganz kleine Madenschraube ist. Aber eigentlich recht einfach der Austausch. Und dass man sowas im Preis, im Lieferumfang enthalten hat, diese zwei optionalen Backspacer dann einmal mit einem Schraubendreherfunktion und Lanyard kannst du anbringen oder mit einem Flaschenöffner. Die sind aus Aluminium gefertigt. Und der angebrachte Abwerk, der ist aus Kunststoff, da kannst du halt auch ein Lanyard durchziehen. Den habe ich jetzt dran gelassen, einfach weil er die wie ich finde, beste und angenehmste Handlage bietet. Aber das kann man dann ja entscheiden, wie man möchte. Das ist dann einfach ein rundum tolles Paket mit einem klasse Preis-Leistungs-Verhältnis. Kontrapunkte gibt es natürlich auch, wie ich schon erwähnte, doch recht schwer für die Größe, für die Gesamtlänge. Dann meiner Meinung nach zu viel Material hinter der Faser. Das wünschte ich mir einfach schneidfreudiger. Und auch den Assisted Opener, den Speed Save. Manuell würde mir das besser gefallen. Das ist aber alles durchaus Geschmackssache. Hohes Gewicht, Stabilität mögen manche. Das mit dem Material hinter der Faser mit 0,61 mm ist das ja immer noch ein Messer, das schneiden kann. Ist ja nicht so, als wenn man damit nicht schneiden könnte. Ich würde halt weniger bevorzugen. Und auch der Speed Save. Auch das Geschmackssache. Von daher eine Kontraliste, die doch absolut nicht objektiv ist, sondern nur meiner Meinung nach entspringt. Und in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback zu dem Messer hinterlasst, wie das denn euch gefällt. Ich denke, rein optisch wird das wirklich viele ansprechen. Ist durchaus ein cooles Teil. Alles klar, das war's von mir und vom Kershaw Agil. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.